Ja, hallo, willkommen zurück bei Nachtmaßtraum mit Wolfenstein 2, The New Colossus. Ich vernichte Ja, euch. ich bin hier Oh, am mein Casting zur Institut. Rolle des Blazkowicz als Blazkowicz und lass uns mal reinschauen, das klemmt. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Das Ende alles Bösen von W. Hey. Zu spät, die Bombe. Blazkowicz, warte. Ella dramatisch weint. Ein kalblicher Terrorist, das sind sie. Blazkowicz, voll böser Verachtung. Und sie, eine Regimehure. Ella, sie Monster, was haben sie mit mir vor? Blazkowicz, sie vergewaltigen und töten. Kannst du bestimmt niemals. Ella, sie haben so viel Unschuldig auf dem Gewissen, aber wir werden wieder auferstehen. Blazkowicz, barbarisch und gnadenlos. Ich vernichte euch alle. So. Den Text da oben lese ich mal nicht noch durch, oder? Trish ist Joshs Ella, Schwester. die Wie Lehrerin, konnten Sie blickt das auf den ermordeten Unverständnis im achtjährigen, auf Sergeant das ermordete achtjährige Smiths Mädchen. Studierzimmer? Oh, kommt schon. Ich habe keinen Bock, jetzt ewig lang das Klemmblatt da anzu. Ah, ich muss den Text. Okay. Geht doch. Schreib's dir auf die Hand. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Was? Na, sie haben ja Deutsch wie so das Bärtchen weggemacht, aber. Heidelinde, kommen Sie. Sind Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden. Keiner von denen sieht im Keller auch nur ähnlich. Kommt doch mal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler, Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden! Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Oh Mann, ey. Sie kommen immer wieder, Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Das macht jetzt nicht wirklich, was ich gerade denke, oder? Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blazkowicz. Wenn der wüsste, dass er direkt hinter ihm sitzt. Adelinde, ein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundert-Epos und mein künstlerisches Erbe. Wer
Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu stepfen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe federfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo. Um Gottes Willen. Oh, hier ist er fertig. Ich sollte ihn erlösen, solange ich noch kann, bevor er sich selbst erlöst. Mutter, mir ist so kalt. Da macht's nicht mehr lange. Weg. Weg. Sie spielt die Szene. Adelinde! Sie auch! Ein kaltblütiger Terrorist, das sind Sie. Was habe ich da geschrieben? Und Sie ein Regenwurm. Und Sie eine Regimehure, so. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und töten. Möchte ich zwar nicht, aber ich passt. Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber ach, komm. Wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich werde euch alle retten. Ich massakriere euch, scheiß Leute. Ich werde euch alle platt machen. Ich vernichte euch alle, nehme ich mal. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten, aber sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskovich. Wisch erstmal eine Kotze weg. Sein, was sie nicht verstehen? Sie spielen sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle! Ein kaltblütiger Terrorist, das sind Sie! Und Sie eine Regimehure. Sie Monster, was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ach, jetzt sei ruhig. Die Möglichkeit in die Psyche, dieses Verrückten einzudringen, dieser verdammten wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott. Oh mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskovich, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Der ist ja total verrückt. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Mein Körper. Adelinde. Übernehmen Sie. Ich bin müde. Der Lichter. Wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskovich war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Ja, schön in die Kotze. Diese Szene steht direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskovich steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Ja, leg du mal vor. Ja, fangen Sie an. Großen Schritt über die Kotze gemacht. Kommt er wieder zu sich? Jeder von der Kanzler. Eine Kampfszene.
beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze. Und bitte. Au! Stopp! Ich blute. Mist. Ich brauche eine Pause. Text bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das ist der Wahnsinn, oder? Ist die Chance für mich, an eine Waffe ranzukommen, ha? Das war schrecklich. Er ist total beeindruckt. Schon zweiten Schau. Ja, ich mach. Ich bin schon mit dem fertig. Das kriegen wir hin. Pass auf, wenn du zu handgreiflich wirst, dann werde ich dir wehtun. Boom. Es ist das, was ihr wolltet. Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser. Dann sollt ihr das auch kriegen. Wunderbar, wunderbar. Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Blazkowicz. Oh, mein Gott. Er ist mehr als perfekt. Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Eine Waffe. Das ist ein herrliches Sauerkrautfest. Ja. Das ist der schönste, lustigste Teil des Spiels. Genial. Gehen wir mal auf Jagd. Hey, scheiß Kanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Auswärtser. Lecker Obst. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Obst. So. Dann muss ich wohl mal rausgehen. Was? Hab noch nie einen umgebracht. Oh. Wie viele waren es bei dir? Fehlen Hinrichtungen auch? Kann schon wieder ein bisschen Action hier. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen. Double Kill. So muss das laufen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will diesmal wirklich mal versuchen, keinen Alarm auszulösen. Ich habe ja alle Waffen bei mir, sehe ich gerade. Auch zur Pistole wechseln. Jetzt gehe ich mich erstmal den ersten General suchen. Nicht, dass einer weniger. So. Oh, hat er noch ein großes Poster von der Muschi, Leute. Das ist so ein hässliches Stück. So eine fiese Socke auch noch. So, kann man hier noch alles rumliegen. Müssen alles einsammeln hier oben. Muni braucht man immer. Würde ich mal glatt behaupten. Also mal weiter durchzusnacken. Oh oh. Der ist groß.
Und? Oh, oh, hab ich doch Alarm ausgelöst, weil er explodiert ist. Ah, oh, steh auf, Blaskowitsch, lauf! Oh, das gibt's doch nicht. Das sind so zäh. Verdammt! Mist! Ich dachte, ich komme da so durch diesmal, wirklich. Ärgert mich ja wieder. Aber ich kann wenigstens. Ein Quicksave haben sie wenigstens hier hingesetzt. Ich bin aber voll mit den HP. Ganz gibt's gar keinen Weg. Ich muss da lang, ne? Oh. Ne, komm, lade ich gerade nochmal neu. Gibt's doch nicht. Ist doch letzte, oder? Ja. Seht ihr übrigens, ich spiele genau 7 Stunden 55 Minuten. Ich bin gespannt, wie lange ich noch brauche. Könnte ruhig schneller laden, das Spiel. Ich mag das gar nicht, lange Ladezeiten. So, jetzt warten wir mal gemütlich, bis der da vorbeispaziert ist. Warum muss der eigentlich immer explodieren, wenn ich ihn hinrichte? Total. Oh, da ist er ja. Oh. Los, los, los! Amolo muss er sein. Mist, ich finde nicht, ne? Sieh mich aber schon. Komm schon. Alles, was ihr zu bieten habt. Komm, so ein Trainer kriegt mich jetzt nicht platt. Ja, jetzt gelacht, wenn der mich platt kriegen wird, oder? Nur noch den General finden, ne? Wo ist der? Ich laufe wieder weg von ihm. Oh! Ich muss in Deckung gehen, weil ich nicht weiß, wo der Typ hier huckt. Mist, ey. Wenn der Alarm ausgelöst ist, bin ich ja richtig angefickt, ey. Nicht ich aber. Sogar die Wissenschaftler wollen es mit mir anlegen. Boah! Übertreiben's Monat immer so. Meine Güte. Die legen ja immer vor. Stirb jetzt. Doch am Sack, ey. Immer so übertreiben müssen, ne? Furchtbar. Gibt's zwei Labore, ne?
Beide sind falsch, oder was, ne? Na, ich gehe mal trotzdem hier lang. Könnte ein bisschen Rüstungsschutz gebrauchen, ihr lieben Leute. Was macht die hier überhaupt, ey? Naja, wenigstens gibt's genug zu essen. Scheint bin ich schon weitergekommen. Ohne es direkt zu wollen. Oh oh. Hab's alles schön niedergelegt. Ne? So. Ich bin gespannt, was mich hier oben noch erwartet. Ich muss ja immer noch die Codes klauen. In der Raumstation ist halt nicht so viel Platz für Großkämpfe normalerweise, ne? Das ist ja eher im Bereich der kleinen Engels. Haben wir jetzt die Codes? Habe ich die Codes eingesammelt? Ah, da kommt sie ja. Das ist die Transportkapsel. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Ja. Da wisst ihr schon, was in der nächsten Folge passiert. Die Cutscene startet in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Bye.